Ja. Oh, gerade turbulent hier. Ralf fährt, weil ich zu faul war und weil ich gesagt habe, ich möchte nebenher ein bisschen vloggen. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Und zwar machen wir ein Dreifass-Wochenende. Zwei Feste zum Trinken und eins, in dem wir schlafen. Aber mehr dazu nachher gleich. Lawns being mowed and pools opening. These are some of the things we expect with summer. Die Fässer sind innen feucht, es wird jetzt auch gerade draußen feucht. Man sieht es, glaube ich, draußen die Sonne nicht gut, aber es fängt das Regnen an, es donnert. Geblitzt hat es noch nicht. Wir haben jetzt unseren Grill hier unter den Tisch gestellt und Ralf und ich machen es jetzt im Fass bequem. So, heute machen wir Teil 2 von unserer Bierbrauerei-Geschichte. War längst überfällig. Ich hatte im letzten Video ganz hinten dran die Bemerkung gemacht, dass der nächste Teil in ein paar Tagen folgt. Im Intro habt ihr gerade gesehen, wir hatten ja das Dreifasswochenende. Und da haben wir dieses selber Zapfen aus den 5-Liter-Partyfässern mal ausprobiert. Und ich war absolut überhaupt nicht zufrieden. Und zwar aus folgendem Grund. Sowohl die kleinen Kartuschen als auch die großen Gasflaschen kosten ja Geld. Und die Zapfanlagen selber mit dem neuen Schankhahn und so weiter habe ich dicht bekommen. Das ist nicht das Problem. Das Hauptproblem an der Geschichte war, dass die CO2-Leitung nicht dicht geworden ist. Und zwar direkt an den Teilen, die von den Billigzapfanlagen kamen. Und da kann ich halt relativ schlecht was dran ändern. Aber ich gebe natürlich nicht auf, beziehungsweise ich habe nicht aufgegeben, sondern ich habe mir gedacht, wie machen das die professionelleren Leute? Und habe mich jetzt für CC-Keks entschieden und mir eine neue Zapfanlage gebaut. Und zwar diesmal mit aktiver Kühlung und das Ganze ein bisschen größer und dichter. Okay, jetzt nehme ich euch schnell bitte in den Keller und dann zeige ich euch das mal. Wenn ihr euch wundert, was da im Hintergrund die ganze Zeit so viel Krach macht, das ist die kleine Lady da hinten, die hat eine Wasserschüssel in ihren Stall bekommen und irgendwie ist sie jetzt auf die Idee gekommen, sie müsste die Wasserschale fressen. Okay, gut, ab in den Keller, das ist dann wenigstens auch schon kühl. Okay, trifft sich gerade ganz gut. Das ist natürlich super für den Toner, aber wir waschen gerade. Ja, schauen wir uns das Ganze mal kurz an. Also die Zapfhähne selber sind immer noch die gleichen wie beim ersten Versuch mit den kleinen Mini-Zapfanlagen. Daran hat sich nichts geändert. Was ich allerdings gemacht habe, ich habe die jetzt an so ein Brett montiert und hinter dem Brett versteckt ist dieselbe CO2-Flasche, die wir beim letzten Mal hatten. Also CO2-Flasche mit Druckminderer und hier kommt dann das CO2 raus, das ist die CO2-Leitung. Und die verschwindet jetzt allerdings hier unten in einem Kühlschrank. Ich habe mir über eBay Kleinanzeigen so einen kleinen alten Kühlschrank besorgt. Das ist so ein Kühlschrank ohne Gefrierfach. Auf die Art und Weise bekomme ich von oben nach unten den kompletten Platz, ohne dass da ein bisschen was abgezwackt ist. Und in diesem Kühlschrank drin habe ich jetzt sogenannte Soda-Keks. Da habe ich noch einen heraußen stehen. Also die zwei sind jetzt schon fertig mit Bier gefüllt. Eingestellt ist er auf Stufe 4. Damit komme ich ungefähr auf 4 bis 6 Grad. Je nachdem, wie die Zimmertemperatur hier unten ist. Wobei es im Keller sowieso schon immer relativ kühl ist. Und vielleicht, dass man es noch schnell sieht. Hier ist noch so ein kleiner Verteilerhahn. Mit dem verteile ich das CO2 auf 2 Keks. Hier der graue Anschluss ist jeweils der CO2-Anschluss. Und der schwarze Anschluss hier vorne jeweils am Keck, das ist der Getränkeanschluss. Und der geht auch hinten noch ein kleines Loch durch den Kühlschrank nach draußen. Das machen wir jetzt zu, damit es nicht ganz so auskühlt. Und die gehen durch den Kühlschrank nach oben raus, hier direkt an die zwei Zapfhähne. Das heißt, momentan haben wir hier Rauchbier und hier normales helles Bier. Und
so sieht so ein Keg vom Prinzip her aus, ein CC-Keg. Und zwar hat er zwei solche Ventile, wo eben der CO2-Anschluss und einmal hier der Getränkeanschluss angeschlossen werden. Die werden, das sind einfach so Steckköpfe, die werden da aufgesteckt. Und hier in der Mitte kann ich, wenn, da ist jetzt momentan Druck drauf, deswegen können wir da jetzt nicht aufmachen, aber wenn das Fass leer ist und kein Druck drauf ist, dann kann man den Bügel hier nach oben nehmen und dann ist dieses Oval hier, das lässt sich rausnehmen. Und das Nette ist, man kommt hier tatsächlich mit der Hand rein. Das heißt, dieses komplette kleine Fässlein lässt sich halt auch wunderbar von innen reinigen. Ja, genau. So, jetzt hat sich auch der Schaum ein bisschen gelegt. Dann können wir noch mal ein bisschen nachfassen. Das war jetzt also vom Prinzip der Umbau für die eigene Zapfanlage zu Hause. Das Schöne an den Keks ist, dass ich das Bier nicht, dass ich das Bier zum Karamellisieren. So, mir ist jetzt gerade zu laut hier unten. Ich schnappe mir jetzt schnell das frisch gezapfte Bier und verzieh mich nach oben. So, sind wir wieder oben. Hier ist ein bisschen leiser. Da lässt sich das mit dem Ton ein bisschen schöner machen. Oh, ich habe sogar einen Lensflare mitten im Büro. Okay. Oh Gott, bin ich schon wieder verschwitzt. Kann ich ja gleich nochmal unter die Dusche schicken. Ja, das waren also jetzt so die Hauptänderungen, die ich gemacht habe an der Zapfanlage. Könnte man sagen, ja gut, ist ja jetzt komplett anders als vorher. Nee, vom Prinzip her sind statt den 5 Liter Partyfässchen jetzt halt nur die großen Keks dazugekommen. Alles andere ist nur so ein bisschen Schlauchzeug gewesen, was ich noch besorgen habe müssen. Ist also durchaus eine Sache, die man sich jederzeit nachbauen kann. Eine Sache, die mir gut gefällt, die habe ich im Vorfeld noch gar nicht bedacht. Im Gegensatz zur Flaschengärung habe ich ja bei den Fässchen die Möglichkeit, dass ich zwangskarbonisiere. Das heißt, das Getränk kommt ohne Kohlensäure ins Fässchen rein und dort setze ich es dann mit CO2 unter Druck. Ich habe es jetzt mal probiert mit 2,8 Bar und so habe ich es dann 2 Tage stehen lassen, zwischendrin ein bisschen schütteln. Und dann nimmt das Getränk das CO2 auf und dann habt ihr so einen richtig schönen Sprudel. Und das funktioniert natürlich jetzt nicht nur mit Jungbier optimal, sondern das Ganze kann ich auch machen mit ganz normalem Leitungswasser. Wir haben Gott sei Dank so einen Filter und eine Entkalkungsanlage. Das heißt, das Wasser aus der Leitung kann man wunderbar trinken. Das Ganze kann man aber auch mit Mate-Tee machen und sich so richtige Club Mate mit ein bisschen Zucker und Mate-Tee selber machen. Da werde ich aber dann garantiert nochmal eine Kleinigkeit zu aufnehmen, wenn ich das mache. So, mal ganz kurz, was für heute und ich wünsche euch was. Ciao.